Hey, Kinders! Frohes Neues! Oh, schon leicht laut so ein Ding, oder? Willkommen im neuen Jahr! Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und habt euch nicht irgendwie verbrannt oder überfressen oder sowas. Also brechhaft überfressen. Wir haben echt schön gefeiert, wir haben gegessen, ganz viel, um 0 Uhr raus, eine Stunde sogar, rumgeknallt und so und dann weiter gegessen. Das war übrigens auch aus so einem Ding. Also nicht so ein Konfetti-Teil, sondern mit Spielzeug. Also auch so kleinen Kreiseln und sowas. Ja. Ich dachte, das ist eine coole Idee, wenn ich für euch so ein bisschen Feuerwerk aufnehme. Deswegen habe ich die Kamera ganz oben bei uns in den dritten Stock gestellt und habe sie rausfilmen lassen. Aber irgendwie habe ich den Winkel ganz, ganz schlecht gewählt. Sie hat sehr weit hoch gefilmt. Also da oben war irgendwie gar nichts. Ich habe sie dann später runtergeholt und ein bisschen was gefilmt. Ich spiele jetzt am Schluss auch noch die besten Dinge ab, die die Kamera eben aufgenommen hat. Ich dachte mir, wenn ich sie so über die Stadt richte, dann sieht sie alles und es sieht total schön aus und so. Aber ich hätte sie viel niedriger zielen müssen. Die Dinger fliegen ja irgendwie gefühlt nur 3 Meter hoch. Ja, erzähl doch mal, wie war's? Einige haben mir schon geschrieben, dass es cool war, dass sie schön geknallt haben, dass sie viel gegessen haben, dass sie mit Freunden unterwegs waren. Manche haben auch einfach nur gechillt und eigentlich gar nichts gemacht oder haben ins neue Jahr reingezockt. Alles gut und schön. Hier liegt jetzt überall so Zeug rum. Jetzt muss man halt danach aufräumen. Ja, zum neuen Jahr. Viele haben gefragt, hast du dir was vorgenommen? Machst du irgendwie neue Projekte? Was hast du vor? Also erstens mal muss ich zum Friseur. YouTube-technisch habt ihr am Schluss ja mitbekommen, dass ich manchmal 3 Videos am Tag hatte. Um 8 Uhr morgens Fallout, um 13 Uhr irgendwas Optionales und um 17 Uhr das Hauptvideo. Ich versuche das so gut wie möglich, so wie es eben geht, zu halten. Die Fallout-Sachen kosten, wie gesagt, nicht viel Zeit. Das sind nur diese 30 Minuten Aufnahmezeit. Das Video um 13 Uhr war sehr oft ein Best-of von euch. Das heißt, da habe ich auch nicht so arg viel Zeit. Also ich freue mich auch nach wie vor auf weitere Best-ofs. Ich glaube, es sind auch noch 2 oder 3 in der Mache. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie ihr eben so mitmacht. Also diese 13 Uhr Vorstellung wird nicht immer stattfinden, sondern halt nur, wenn ich auch dafür Zeit habe. Auch diese VR-Aufnahmen werden wahrscheinlich immer um 13 Uhr kommen, wenn ich denn was habe. Es kostet halt nur ein bisschen mehr Zeit. Ne? Alleine das Aufnahmeverfahren ist schon anderes. Also ähnlich wie hier. Soweit zu YouTube. Zielmäßig, also wir sollen langsam mal die 10.000 schaffen. Das ist echt lächerlich, dass wir die dieses Jahr nicht geschafft haben. Wirklich sehr, sehr höchst lächerlich. Aber naja, hey, wir haben immerhin, wie viel? Fast 8.000. Fehlt ja nicht mehr viel. Zu den Livestreams. Ihr fragt mich ja ständig, wie es aussieht. Kann ich nicht noch einen Streamtag hinzufügen oder irgendwie jeden Tag streamen und so weiter und so fort. Also ich werde versuchen, dieses Jahr einen dritten festen, halbfesten Streamtag einzuführen. Entweder Freitag nachts oder Samstag nachts werde ich streamen. Ich kann wahrscheinlich nicht immer schon unter der Woche sagen können, hey, diese Woche wird es übrigens Freitag oder Samstag, sondern das wahrscheinlich recht aktiv entscheiden, also live dann so in dem Moment. Aber ich schreibe es dann einfach wie immer auf Twitter und auf Steam. Und da seht ihr das ja eigentlich jedes Mal. Beziehungsweise die Follower und Abonnenten bekommen ja auch eine Nachricht auf Twitch, wenn ich dann online bin. Mein Ziel ist es natürlich, es irgendwie hinzubekommen, dass ich tatsächlich täglich streamen könnte oder würde oder sollte, weil ich natürlich weiß, wie gerne ihr das habt, die Livestreams, ich ja auch. Ja? Also die Livestreams sind schon echt eine coole Sache, weil wir einfach live aktiv zusammensitzen können und das halt einfach ein Highlight ist. Naja, aber ich weiß nicht genau, wie ich es umsetzen kann. Bei mir wäre es dann einfach privat schwierig. Das wäre dann höchstwahrscheinlich abends und abends bin ich halt meistens mit meiner Freundin zusammen. Wenn sie dann ins Bett geht und manchmal ist es recht früh, dann könnte ich den Stream anschalten. Also ich sag mal so um 22 oder 23 Uhr. Das könnte ich natürlich versuchen, dass ich mich da einfach hinsetze und streame. Wobei das auch oft die Zeit ist, wo ich dann noch was für YouTube mache. Das müsste ich dann wiederum runterfahren oder auf andere Tage oder andere Zeiten umlegen. Das ist eine recht schwierige Angelegenheit, also einfach Zeitmanagement mäßig, aber es könnte funktionieren. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu sagt. Also ich weiß, dass einige gerne hätten, dass ich jeden Tag streame, das weiß ich ganz sicher. Ein dritter Tag wäre schon mal eine coole Sache, denke ich. Ich mache hier auch einfach eine Umfrage rein in das Video. Das Ganze ist eine schwierige Sache, weil ihr wisst ja, ich bin da ganz ehrlich, was das Finanzielle angeht, das ist schon wirklich eine große Stütze auch, die Streams. Und wenn ich die dann jeden Tag machen würde, somit also auch am Wochenende und gerade da dann viele neue kommen, wir haben es ja schon öfter gemerkt, wenn ich dann am Wochenende gestreamt habe, kamen immer sehr viele neue Zuschauer, weil sie eben da dann Zeit haben und gucken, dann ist das wirklich eine dufte Sache, eine dufte Angelegenheit. Ihr schreibt mir das ja auch so schon, hey, stream doch einfach öfter. Dann kommen noch mehr Leute. Vielleicht noch mehr Subscriber, Spenden, wie auch immer. Ich verbringe halt nach wie vor die meiste Zeit für YouTube. Obwohl da finanziell gesehen der kleinere Batzen herkommt. Also wenn man das einfach nur aus Zeit und Nutzen sehen möchte. YouTube frisst schon wirklich an freien Tagen locker mal 6 oder 8 Stunden. Jeden Tag. Also mit Aufnahmen und allem drum und dran.
alles zusammen. Naja, ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also jetzt speziell zu diesen Streams, öfter streamen, ganz klar, wollt ihr alle auf jeden Fall, das weiß ich. Sicherlich auch sehr gerne am Wochenende. Ich denke, für sehr viele wäre es schon getan, wenn ich die Tage unter der Woche behalte, die zwei, und dann aber einfach Freitag, Samstag und am besten auch Sonntag streame. Also ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, meine Stream-Aktivitäten wären, egal wann, also egal ob unter der Woche oder am Wochenende, wahrscheinlich immer abends bzw. nachts. Sogar sehr spät nachts, also dass man vielleicht erst um 11 Uhr startet. Vielleicht auch schon um 10. Und jetzt kommen einfach noch ein paar Impressionen von Silvester. Irgendwas, Schießereien und Zündeleien und sowas. Ich habe am Schluss noch so einen Batterieblock übrig gehabt, also der halt davor geschossen hatte. Und habe dann da alles Mögliche reingesteckt. Ich habe so einen Katzekopf, kennt ihr ja, die kubischen Kanonenschläge. Da sagt man bei uns Katzeköpfe dazu. Habe ich in das Ding reingearbeitet und angezündet und da hat kurz gebrannt und ist dann ausgegangen. Und die sind schon irgendwie gefährlich. Also ich finde, die sind schon echt hart. Da will ich nicht mit dran sein mit der Hand, wenn das Ding hochgeht. Und dann habe ich es umgedreht und habe einen Vulkan von unten auch so reingesteckt und angezündet, dass der die ganze Zeit da dran sprüht, dass es angeht. Und ja, da, ihr seht's ja jetzt. Vergesst bitte nicht zu schreiben, was ihr von der Livestream-Geschichte haltet und auch gerne eure Gedanken zu YouTube, zu den drei Uploads, wenn ihr da irgendwas noch sagen wollt. Einfach alles raus. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Knallzeug! Thank you.